Hallo und willkommen im Trader-Kanal. Mein Name ist Peter und ich trade seit dem 3.3.2021 ein 1.000 Euro CFD-Konto bei Admiral Markets. Das Ziel des Kontos ist es, aus einem kleinen Konto ein großes werden zu lassen. Und heute möchte ich euch ein kleines Update, einen kleinen Zwischenstand von dem Konto geben. Gehandelt werden überwiegend kleine Stückzahlen. Natürlich muss man hier und da auch mal ein wenig größeres Risiko gehen, um auch aus einem kleinen Konto ein etwas größeres werden zu lassen, wenn man das Ganze natürlich beschleunigen möchte, wie ich das versuche. Ihr könnt sehen, hier sind die 1.000 Euro Einzahlungen erfolgt am 3.3. Und hier seht ihr meine Gewinne und Verluste, die ich gemacht habe. Volumen seht ihr die Ordergrößen, die habe ich versucht hauptsächlich groß zu klein zu handeln. So, hier seht ihr jetzt mal meine Gewinne, meine Verluste. Die waren hier relativ klein, noch alles 6 Euro, 47 Cent, 5 Cent. Ja, alles sehr kleine Rahmen, auch die Volumen 0,2 Lot, sehr, sehr klein. Hier habe ich jetzt eine Verlustserie, wo ich ausgestoppt worden bin. Auch das kommt natürlich vor. Sieht natürlich groß aus, weil ich meine Position auch, wie ich das in einigen Videos schon gezeigt habe, vergrößere. Also das heißt, ich kaufe nach Martingale. Hier haben wir wieder Gewinner, Verluste wechseln sich ständig ab. Also nicht viel passiert. Hier haben wir jetzt mal einige größere Verluste, allerdings seht ihr auch mit einem kleineren Volumen. Und dann kommen auch mal große Gewinner wie der hier, 158 Euro. Da habe ich das Volumen etwas erhöht, weil die Chance in dem Moment auch sehr groß war, dass der Trade positiv laufen wird, was dann letztendlich auch geklappt hat. 8 Euro, 11 Euro Gewinn, 41 Euro auch in den Take Profit gelaufen. Das war eine der größten Positionen mit 1,8. Ja, ich scroll das Ganze mal ein bisschen schneller. Also ihr seht hier auch nochmal, Gewinner, Verlierer wechseln sich ab. 13 Euro, hier jeweils minus 2 Euro Verlust. Positionsgröße seht ihr immer moderat. Also ich handle hier nicht 4, 5 Lot. Auch hier wieder, hier haben wir wieder ein paar etwas größere Gewinner, vorher ein paar Verluste. Was aber jedoch schon auffällt, dass die Gewinner größer werden als die Verluste letztendlich. Auch hier wieder schöne Gewinnserie gehabt. Gehandelt wird hauptsächlich Dow Jones und DAX. Ich habe allerdings auch im Gold eine Position laufen aktuell. Bitcoin habe ich mal kurz einen Trade gemacht, Litecoin. Also breit gefächert das Ganze. Hier seht ihr auch wieder einige Verlustserien. Ja, das kommt immer wieder vor natürlich. Das ist ganz normal. Daraufhin auch wieder etwas größere Gewinner, hier auch ein größerer Verlust wieder von 36 Euro, hier 58,88 Euro Gewinn. Ja, meistens ist es so bei meinem Trading, dass die Gewinner dann letztendlich doch größer werden als die Verluste. Das ist ganz wichtig, sonst kommt das Konto natürlich nicht vorwärts. So, ich scrolle mal ein kleines bisschen schneller, so dass ihr auch immer wieder gucken könnt. Hier haben wir wieder einen größeren Gewinn von 63 Euro, 37 Euro. Also hier in zwei Trades alleine 100 Euro. Da war jetzt eine etwas größere Position mit 1,4 Lot im DAX. Im Dow habe ich eine 1-Lot-Position gehandelt, 63 Euro Gewinn. Also 100 Euro in den beiden Trades. Hier auch wieder zwei größere Gewinner mit 0,4 Lot. Hier seht ihr immer wieder kleine Gewinne, kleine Verluste. Da wieder 24,50 Euro, 10 Euro, nochmal 9,50 Euro, 23 Euro dran. Alles im Dow Jones, was auch mein Lieblingsmarkt ist. Hier kommt wieder eine Verlustserie. Die diesmal allerdings relativ klein war von den Verlusten her. Ja, ihr seht, es sind doch schon einige Trades zusammengekommen in den paar Wochen, obwohl ich hier nicht jeden Tag trade. Ich bin, wenn ich trade, nämlich sehr aktiv. Dann mache ich auch wirklich viele Trades. Also es ist eine Mischung zwischen Scalping und Daytrading.
So, hier haben wir mal den Bitcoin versucht, minus 30 Euro, war wirklich nur versucht. Dann Litecoin auch mal versucht hier. Ein paar kleine Gewinne, nicht erwähnenswert. Euro-US-Dollar habe ich auch mal kurz gehandelt, nur ganz kleine Position mit 0,1 Lot. DAX wieder 11 Euro. Dow Jones, DAX, das sind die meisten Trades in dem DAX und Dow Jones, die ich tätige. So, hier haben wir zum Schluss nochmal fast 47 Euro, dann 16 Euro, wieder 16 Euro. Ja, ein paar schöne Gewinne. Hier sind wir zweimal ausgestoppt worden mit ja, relativ kleinen Positionen wieder, relativ kleinen Verlusten. Zum Schluss haben wir jetzt eine Goldposition, die ich geschlossen habe, wobei ich denke, dass sie noch weiter gelaufen wäre, aber ich wollte einfach das Risiko ein bisschen runternehmen, weil der Markt nicht das getan hat, was ich eigentlich erwartet habe, dass er sofort anläuft. Dazu habe ich auch ein kurzes Video gemacht zu meinem Gold-Update, zu meiner aktuellen Einschätzung habe ich vor ein paar Tagen rausgebracht. Wenn ihr euch das interessiert, guckt euch das an. Und jetzt die letzten Positionen wurden heute getätigt, sind dann auch alle in den Gewinn gelaufen. Hier 14 Euro, 5 Euro, 11 Euro, 15 Euro. So, ihr seht, Gewinn insgesamt 500 Euro 1. Aus den 1000 Euro habe ich jetzt 1501 Euro Gewinn gemacht mit geschlossenen Positionen. Wenn man in den Handel gehen, seht ihr, ich habe noch eine offene Position laufen. Das sind jetzt Swap-Kosten von 1,69 €. Das sind ja, Zinskosten, die auflaufen, wenn man einen Trade über Nacht hält. Der Trade läuft jetzt bereits mehrere Tage. Das sind aktuell 27 Euro im Minus. Ich gehe davon aus, dass der Trade noch in Gewinn laufen wird. Wenn wir uns das Gold noch mal ganz kurz angucken dazu. Hier bin ich eingestiegen direkt am Hoch, war kein guter Einstieg. Bin von ausgegangen, dass wir nach Überschreiten dieses Hochs auch weiterlaufen werden. Allerdings ist da immer wieder auch natürlich die Chance gegeben, dass wir eine Konsolidierung einlegen. Und jetzt im zweiten Anlauf oder spätestens im dritten sollte der Markt über diese Hochs wieder drüber gehen, dann neue Hochs hier, neue Zwischenhochs erreichen. Und dann denke ich auch weiter einsteigen, wenn wir uns das Ganze mal Wochenchart angucken. Hier oben habe ich bei 1879 knapp, habe ich meinen Take Profit drin. Bis der erreicht wird, würde noch lange dauern, denke ich. Kann aber auch ganz schnell gehen, muss man abwarten. Kann man vorher nicht so, kann man nicht so gut vorhersagen. Okay. Ja, was man sieht mit offenen Positionen sind wir 1474 Euro im Plus. Das heißt 47 Euro aktuell, 47% aktuell in knapp 6 Wochen, also noch nicht mal 6 Wochen. Das ist sehr ordentlich, denke ich. Ja, wenn das so weitergeht, haben wir das Konto in knapp 4, 6 weiteren Wochen verdoppelt. Sind wir bei 2000 Euro und 100% Performance. So, ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick geben. Ihr seht, ich mache das Ganze sehr transparent. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über ein Abo freuen. Ansonsten schaut euch weitere Videos an, da erkläre ich, wie ich vorgehe bei meinen Trades. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg bei eurem Trading und freue mich auf das nächste Mal. Bis dahin, macht's gut, ciao.